Guten Morgen, meine lieben FX-Freunde, zum heutigen Wochenauftakt am Montag, dem 11. Januar. Grüß dich wieder, Christian Kämmerer. Wir wollen heute auf den FX-Markt schauen und mal ein Stück weit das Major Pair Euro-US-Dollar in den Fokus nehmen, den wir ja auch unlängst im Dezember schon mal anvisiert hatten vor der EZB, beziehungsweise dann auch den Fed-Events. Ging es hier zur Sache und wir sehen hier in der Wochenstatistik in der ersten Dezemberwoche, Schrägstrich Ende Novemberwoche hier mit dem Event der EZB gab es hier am Donnerstag hier eine über 450 Pip Bewegung. Das ist sehr, sehr anständig, wie wir hier sehen. Ansonsten, wenn wir nach unten blicken, rein von der durchschnittlichen Volatilität, Euro-US-Dollar, ja, im Blick auf die letzten 12 Wochen, wieder mit leicht anziehenden Tendenzen. Wir wollen hoffen, dass die Volatilität, die wir auch insbesondere in der letzten Woche gesehen haben, hier auch durchaus weiter Einzug hält, denn zum Ende des letzten Jahres hatten wir mit rückläufigen Volatilitäten zu kämpfen und das ist gerade im Intraday-Handel nicht unbedingt das, was man braucht, denn ohne Volatilität keine Bewegung, ohne Bewegung keine Performance-Möglichkeit. Aber unabhängig dessen wollen wir uns mal dem Euro-US-Dollar eben hier auch im Big Picture widmen und zuwenden, denn grundsätzlich, und da gehen wir jetzt mal hier in den Wochenchart, grundsätzlich ist noch nicht wirklich viel passiert seit der Bewegung, die wir hier Anfang Dezember gesehen haben. Da drehte eben Euro-US-Dollar kurz vor seinem Mehrjahrestief vom Frühjahr dynamisch nach oben. Und seither, Sie sehen es hier, bewegen wir uns in dieser Range 1,1035 auf der Oberseite und 1,082 etwa auf der Unterseite. Das hier ist sehr, sehr, ja, schwierig und zäh, wenn man das mal auf Wochenbasis so betrachtet. Es gab in der letzten Woche hier einen kleinen Spike nach unten. Ein schöner Ausrutscher, der dann aber, wie gesagt, zum Wochenende, zum Abschluss wieder gekauft wurde. Das sehen wir auch hier im Tageschart. Da gehen wir mal kurz rein. Hier dieser Rücklauf und dann eben hier diese dynamische Erholungsbewegung in der vergangenen Woche. Der Witz, und da werden sich viele Fibonacci-Fans natürlich freuen, hier im 61er Fibonacci-Level hat das Währungspaar schön, nahezu exakt gedreht. Also hier diese Bewegungsstrecke im Sinne des goldenen Schnitts, wobei wir haben hier sogar ein höheres Hoch, müsste man sogar ein Stück anpassen. Aber diese Bewegungsstrecke hier letztlich nach den Fibonacci-Verhältnissen aufgeteilt, ergibt hier genau im Sinne des goldenen Schnitts auf der größeren Ebene, also hier die 61,8er Korrektur, eine Umkehr. Und das ist ja genau das Credo, was man sozusagen unterstellt. Wenn eine Bewegung erfolgt, eine Impulsbewegung und es dann eben eine Konsolidierung, Schrägstrich korrektive Gegenbewegung gibt, dann sollte die idealerweise im 38er Level stoppen. Das geschah auch hier Mitte Dezember oder spätestens am 61er Level. Das sozusagen hier die letzte Umkehrstation, bevor, wenn es hier deutlich drunter geht, dann sogar der Ausgangspunkt der eigentlichen Impulsbewegung sozusagen angesteuert werden dürfte. Aber dazu kam es, wie gesagt, nicht. Der Markt orientierte sich recht dynamisch nach oben, obgleich hier mit dem heutigen Wochenauftakt, ja, Sie sehen es, noch nicht mal die 1,10 touchiert wurde, sondern Euro-US-Dollar vielmehr wieder nach unten geht. Und das deckt sich eben mit dem, was wir hier auf Wochenbasis sehen. Er sucht mehr oder weniger ein Stück weit seine Richtung. Und das ist die Gretchenfrage, wie das jetzt hier ausgehen wird. Weitere Impulse werden folgen, das ist ganz klar. Rein von Swing- und Positionstrading-Sicht sollte man einen Ausbruch abwarten über eben 1,10, Schrägstrich unter 1,082. Das dürfte, Schrägstrich sollte Folgeimpulse auslösen. Innerhalb dessen bleibt es ein Range-Markt, wie wir das in den letzten Wochen gesehen haben. Auch der Spike nach unten hier wurde ja relativ schnell gekauft und hier auf Wochenbasis ist eben der Wochenschlusspreis entscheidend. Das heißt, wo schließt die Candle? Und der Spike nach unten hier ist sozusagen irrelevant in Anführungszeichen. Und das heißt hier eindeutig, naja, wir sind in derselben Ausgangssituation wie letztlich hier zu Beginn des Monats Dezember. Also nach oben hin, wie gesagt, 1,10 beachten. Haben wir eine Abwärtstrendlinie, die ist in mehr oder weniger relativer Natur. Ob der Markt oder der Preis sich jetzt daran orientiert, will ich mal in Frage stellen. Rein technisch wäre aber, wenn wir über 1,10 gehen, eben hier definitiv Luft bis zum Widerstandslevel 1,14, 1,1450. Das sehr, sehr markant. Das muss man auf der Pfanne haben, wenn wir über 1,10 rausgehen. Auch schon per Tagesschluss könnte das hier eine Indikation sein, dass hier nach oben was geht. Unterhalb von 1,0882, 1,080 bleibt direkt der Weg gen Süden bis zum Tief hier von Ende November, Anfang Dezember. 1,052 möglich, Schrägstrich 1,046, das Tief hier vom März des letzten Jahres. Also auf Wochenbasis uninteressant, auf Tagesbasis, ja, sehen wir hier kurzfristige Schwäche.
Die, und das ist die Tendenz, der wir uns jetzt mal zuwenden wollen, die sich hier, der Wochentag hier generell ja schwach, Sie sehen hier zum Wochenauftakt der Euro-US-Dollar während der letzten 52 Handelswochen eher durch Schwäche geprägt. Zum Mitte der Woche, also Mittwoch, zieht das Ganze wieder leicht an, um dann am Donnerstag insbesondere positiv zu werden. Und auch am Freitag haben wir mittlerweile eine statistische Quote von 51% positiver Schlusspreise. Das ist natürlich mehr oder weniger immer noch der Münzwurf, aber zumindest sind wir aus dem negativen Terrain nach oben gegangen, über 50%, sozusagen schon mal ein leichter Lichtblick. Aber dieser relativiert sich, wenn wir die Saisonalität dazu nehmen, mit Blick auf die nächsten 20 Tage. Da sehen wir nämlich wieder relativ deutlich, dass Euro-US-Dollar hier saisonal geprägt eine schwache Handelsphase vor sich hat und das dürfte hier bis in den Februar hinein Einzug halten. Also ganz, ganz interessant, auf den Tageschart projiziert bedeutet das, wenn wir eben hier nochmal unter 0,82 gehen, insbesondere das Tief hier vom 5.1. rausnehmen, 1,071, dann, meine lieben Zuschauer, muss man davon ausgehen, dass hier die Dezember-Tiefs nochmal angesteuert werden, Schrägstrich dann es sogar in Richtung 1,046 geht. Wir hatten auch einen Harmony-Pattern zum Euro-US-Dollar, das ist immer noch aktiv. Das lässt sogar vermuten, dass wir hier noch Preise nahe der Parität sehen. Ja, also hier dieses Level und da achten Sie auch mal auf diese große untere Trendlinie des Abwärtstrendkanals, die dahingehend schon relevanter als dieser kurzfristige Abwärtstrend, da hier dieser große breite Trendkanal mehrfach Bestätigung auf der Oberseite und mehrfach Bestätigung auf der Unterseite fand und hier, wie gesagt, eine Möglichkeit besteht, genau die Parität nochmal anzusteuern. Und im Sinne des Harmony Patterns, Sie erinnern sich, wenn nicht, werde ich das ohnehin wieder aufgreifen. Garley 222 lässt hier eine mögliche Gegenbewegung der Bullen erwarten, sofern wir hier die Parität ansteuern sollten. Aber es sieht rein trendfolgend ganz klar danach aus. Sie haben auch die Saisonalität gesehen. Also unterhalb von 1,10 bleibt Euro-US-Dollar definitiv im Zugzwang für fallende Preise. Wie sieht es im Stundenchart aus? Da haben wir im Prinzip die Sonntagseröffnung hier eine kleine Spanne, die Erholung. Von der letzten Woche sehen wir ja auch sehr schön. Pivot Level 1,0687 aktuell. Wir sind noch oberhalb des Pivot Level. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Wenn ich hier nochmal kurz den Rainbow auch einhole, hier im 15-Minuten-Chart, sehen wir, dass wir auch hier nochmal eine positive Trendstruktur haben. Allerdings True Range, wir sind bislang 73 Pips schon gelaufen. Der Durchschnitt bewegt sich hier, ja, um die 83, 85 Pips. Das heißt, hier ist rein technisch nicht mehr viel möglich. Es sei denn, Euro-US-Dollar stabilisiert sich jetzt hier oberhalb des Pivot-Levels und zieht dann hier nochmal nach oben an. Dann könnte man, wenn es hier in die Asia-Range zurückgeht, durchaus nochmal mit einem Move nach oben rechnen, Richtung Vortageshoch, also Freitagshoch oder Vorwochenhoch. Also die Trendtendenz ist noch nicht aufgegeben. Die kurzfristige Erholungstrendtendenz, aber wie gesagt, der schwache Wochenauftakt lastet hier doch erstmal zusehends. Was wir dazu noch sehen, ist eine interessante Ausgangslage, wobei das natürlich mit den Asia-Kursen schon ein Stück weit rausgekegelt wurde. Ich zeige Ihnen kurz die FTSE-Vektorlogik des heutigen Tages zum Euro-US-Dollar. Eieiei, während der letzten 16 Jahre haben wir hier eine Häufigkeit von 394 Erscheinungen, die im Schnitt oder rund in 68% der Fälle zu einem Tagesverlust von minus 0,82% führten. Auch die Regressionskanäle sind hier abwärts gerichtet. Also der Trendimpuls übergeordneter Natur ist definitiv bärisch. Die Fuzzy-Logik spricht heute auch nichts Gutes aus. Und ob das da hier der Rainbow im 15-Minuten-Chart ja, auffangen kann, das muss ich zeigen. Letztlich ist der Bias deutlich bärisch. Sie sehen auch hier im M30. Der positive Rainbow Swing wurde vollzogen, aber wenn Euro-US-Dollar eben jetzt hier doch wieder unter 0,82 oder insbesondere die True Range heute eben ausschöpft und weiter abkippt, dann ist das Bild wieder hier doch durchaus zusehend bärischer zu sehen. Warten wir mal ab, was Euro-US-Dollar bietet. Letztlich Wochenauftakt schwach, das passt auch zur Statistik. Fuzzy-Logik heute auch negativ. Also summa summarum alles ein Bild, was hier nicht unbedingt steigende Preise präferieren lässt, außer der untergeordnete kleine Rainbow im M15. Wir wollen noch mal sehen, was sich durchsetzt. Die übergeordneten Marken haben wir letztlich auch gesteckt. Und insofern wäre ich auch heute schon durch für den Devisenradar zum Euro-US-Dollar. Zum Rainbow noch eine kleine Geschichte. Wir werden hier ein Online-Seminar natürlich wieder auflegen. Zu Beginn diesen Jahres. Zwei-dreiteilig wird es werden. Und da dürfen Sie sich wieder drauf freuen. Wir werden das ankündigen, das Online-Seminar zum Rainbow Trading. Also das, was Sie gerade gesehen haben im MetaTrader 4, gibt es dann nochmal im Detail und auch das Template obendrauf. Also bis dahin, liebe Zuschauer, wünsche ich Ihnen erstmal viel Erfolg beim Trading, guten Start in die Handelswoche und wenn Sie mögen, hören wir uns spätestens morgen wieder. Ihr Christian Kämmerer, bis dahin und tschüss.